Hey Jagdfreunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Frisch aus dem Urlaub zurück. Ich bin mega erholt, mega entspannt und freue mich jetzt super auf die Folge und wieder aufs Aufnehmen. Es war auch während dem Urlaub echt richtig cool, immer mal wieder ein Kommentar gekommen. Kleine Unterhaltungen übers Spiel, über verschiedene Themen zum Spiel. Hat mega viel Spaß gemacht. Deswegen vielen Dank dafür auch wieder. Ich habe ein paar Punkte, die ich heute während der Folge mit euch besprechen will, wenn man es so nennen möchte. Bevor wir jetzt aber quasi wirklich loslegen. Was ist heute der Plan? Ich bin schon unterwegs Richtung Dinosaur Hill. Ich schaue mal, ob ich hier hinkomme und hoffe, dass hier irgendwo noch eine Hütte ist, die man dann einnehmen kann. Dann werden die vier Seen heute drankommen und dann wird es das nächste Mal wahrscheinlich die letzte Folge zur Entdeckungstour geben, wo wir dann wahrscheinlich so hier den Bereich anschauen. Muss ich mir nochmal genauer reinziehen, was da noch Sinn macht. Jetzt geht's aber wie gesagt los. Ich hab mega Bock. So, am Aussichtspunkt sind wir jetzt schon angekommen. Jetzt bin ich echt gespannt, ob hier irgendwo noch eine Hütte ist, aber es müsste ja fast so sein. Mal sehen. Oh wow, das nenne ich mal eine Aussicht. Genau, hier oben ist die nächste Hütte, die liegt perfekt. Da werde ich jetzt schauen, dass ich erstmal am See vorbeischaue, dann zur Hütte gehen, die einnehmen und dann den Weg hier runter machen. Womit wir gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich der Ausrüstung. Heute habe ich dabei das Drillingsgewehr. Mit dem schieße ich sehr selten, aber ich habe es mitgenommen, denn wenn wir in die Challenges schauen, wir haben jetzt die Woche 4, die letzten habe ich leider nicht mehr geschafft, einfach weil es keine Zeit mehr war vor dem Urlaub, müssen wir Gabelböcke killen mit der Shotgun von 30 Meter oder weniger. Ich hoffe, das Drillingsgewehr zählt da auch als Shotgun mit dazu. Für alle Fälle habe ich aber auch noch die Strecker, heißt sie, glaube ich. Genau, oder Strecker, wie auch immer, mitgenommen. Mit der sollte das auf jeden Fall klappen, wenn denn hier Gabelböcke unterwegs sind. Da muss ich noch, bin ich drauf gespannt, denn bis jetzt waren die hier oben eigentlich sehr selten. Die waren eher hier im unteren Bereich so. Aber mal schauen, was da alles jetzt so kommt. Wäre cool, wenn diese Challenge heute noch zumindest ein bisschen Fortschritte macht, dass wieder Geld reinkommt. Wobei ich jetzt mittlerweile ziemlich viel Geld für meine Verhältnisse bekommen habe, einfach weil ich im Jagdclub so viel irgendwie aktivieren konnte. Habt ihr auch geschrieben in den Kommentaren. Ich glaube, der Espy war es, dass der ein bisschen verbuggt ist. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, kam mir auch so vor. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber ich bin gespannt, wie es jetzt heute läuft. Genau, deswegen nächstes Ziel, der See. Der Wind steht perfekt. Jetzt müssen nur noch gute Tiere dabei rauskommen. Am See angekommen. Da war gerade irgendwas. Dickhornschaf. Level 3. Truthahn ist noch hier mit dabei. Oh, und ein Puma, Level 7. Da kann das Drillingsgewehr jetzt mal zeigen, was es kann. Gehen wir nur einen Ticken ran und dann werden wir den mal mit dem Drilling schießen. Das ist ja der große Vorteil an dem Drillingsgewehr, dass man eben wechseln kann zwischen der Shotgun-Munition und der normalen Munition. Die normale ist von 5 bis 9, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, 5 bis 9, 4 bis 7 ist die Shotgun-Munition. Das heißt, da kann man sich deutlich Platz sparen. Ich habe es heute einfach mitgenommen, weil es mich selber interessiert hat. Wie gut schießt dieses Teil. Wie gesagt, habe noch nicht so wahnsinnig oft damit geschossen. Der liegt eigentlich ganz schön da, schön seitlich. Zuletzt hatte ich mit der Magnum bei den Pumas, vor allem wenn ich so von schräg vorne drauf schieße, immer mal wieder das Gefühl, dass die nicht so ganz weit eindringt, aber von der Seite sollte das eigentlich gut klappen. Genau, mit R gedrückt halten kann man zwischen der Munition umschalten. Fürs Drillingsgewehr gibt es auch ein eigenes Visier. 150 Meter sollte eigentlich passen. Hat nur einen Schuss drinnen. Und da liegt er auch schon. Also das war scheinbar ein ganz guter Treffer. Und das Drillingsgewehr reicht da auch. Der ist jetzt schnell gefallen. Bin ich gespannt, wie weit der reinging.
auf dem Weg dahin können wir uns gleich mal um den ersten Punkt kümmern, den ich euch mitteilen wollte. Ist euch vielleicht auch eher scheißegal, ich sag's euch mal trotzdem. Keine Ahnung, während dem Alltag hat man manchmal wenig Zeit, so wirklich sich mit meiner Freundin zu unterhalten und so weiter. Ihr kennt es vielleicht, man ist in der Arbeit, man hetzt von da nach da und so weiter. Aber auf der Hinfahrt, die war ein bisschen krank vom Verkehr, hat man richtig viel Zeit und haben uns über alles Mögliche unterhalten, unter anderem über den Channel. Und da ist mir selber irgendwie so bewusst geworden, wie viel Spaß mir das eigentlich macht. Aber es gab so ein paar Punkte, die mich echt genervt haben. Zum Beispiel mein PC, der ist jetzt 7 Jahre oder 6 Jahre alt, den habe ich mir irgendwann mal selber zusammengebaut und mittlerweile einfach schon echt langsam. Und das heißt, sowohl das Schneiden als auch das Rendern, also das Exportieren von den Videos, hat alles ziemlich lang gedauert, war manchmal echt mühselig, weil ich ja doch recht viel so Effekte und so weiter reinbaue. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, komm, ich bestelle mir einen neuen. Und jetzt habe ich mir noch im Urlaub einen neuen PC quasi bestellt. Gold, Alter, der hat hier einmal komplett durch den Puma durchgeschossen. Kommt mir jetzt tatsächlich krasser vor als mit der 7mm. Müsste ich irgendwann mal nochmal einen Vergleich machen. Mache ich vielleicht mal eine extra Folge. 7mm versus Drillingsgewehr. Goldener Puma, sehr schön. So kann es weitergehen. Da steht auch noch irgendwas. Dekonscharf. Die brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter zur Hütte. Genau, also ich habe mir einen neuen PC bestellt. Der müsste die nächsten Tage irgendwann kommen. Was bedeutet, dass ich hoffentlich in Zukunft nicht mehr ganz so lang für die Videos brauche und deswegen einfach vielleicht öfter, vielleicht kontinuierlicher Videos posten kann. Genau, vielleicht auch zumindest in Gedanken befasse ich mich damit, mal zu streamen irgendwann. Ihr könnt mir auch gern sagen, wenn ihr da keinen Bock drauf hättet, dann schreibt mir es auch gern. Ich bin dir für jeglichen Input dankbar. Aber mit der jetzigen Maschine ging das einfach nicht, einfach weil die Hardware zu alt schon war. Genau, das war so der erste große Punkt. Jetzt geht's zur Hütte. Da sind wir auch schon. Hütte einnehmen, die sieht auch wieder ganz schön aus. Sehen die immer so schön aus? Kommt mir irgendwie ein bisschen edler vor als die anderen. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Wahrscheinlich schaut es so aus wie alle. Genau, jetzt der Weg hier runter zu den 3 Seen. Mit hoffentlich ein paar Gabelböcken. So, der nächste See. Ich habe mich hier von der Seite mal angenähert wegen dem Wind und hier sind einige Bären unterwegs und da ist auch ein Vierer dabei. Den werde ich jetzt mal versuchen zu schießen, einfach um zu testen, wie hier das Drillingsgewehr sich schlägt. Aber ich gehe mal von der Seite ran, dass ich einen schönen Lungenschuss bekomme. So, da haben wir den Vierer. Steht eigentlich auch ganz schön im Profil zu uns. Oh ja, sieht aus, als ob der echt schnell fällt. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie einen Bär fallen sehen. Die Munition vom Drillingsgewehr hat 40 Durchschlag und 12 Auspilzung. Da muss man ein bisschen auf die aufpassen. Wäre nicht das erste Mal, dass mich so ein Fies fressen will. Deswegen habe ich den jetzt mal weggeblasen und ich glaube, der hat ordentlich kassiert. Ja. Aber wenn er es drauf anlegt, dann kriegt er es. Genau, kleiner Nachteil ist eben auch, dass man nur den einen Schuss hat. Da muss man schnell nachladen. Alternativ, wie gesagt, durch Drücken auf R Munition wechseln. Und man ist dann sofort bei der Shotgun-Munition. Wo ist der eine? Der ist, glaube ich, irgendwo hier hinter gelaufen. Genau, hier liegt er. Jetzt bin ich gespannt, wie weit der Schuss reinging. Ja, auch wieder hier durchs Schulterblatt. Eine Doppellunge. War jetzt auch relativ nah dran, 119 Meter. Trotzdem echt krass irgendwie. Ich weiß nicht, ob das mit der 7mm so satt durchgegangen wäre.
Also bis jetzt frage ich mich, warum ich so selten mit dem Drillingsgewehr unterwegs bin. Auf zum nächsten See. So, ich schleiche mich wieder von der Seite an den nächsten See, weil der Wind wieder relativ bescheiden ist. Während ich mich hier durchs Dickicht schleiche. Moment. Nee, also den Mauthirsch habe ich scheinbar alleine durch meinen Gestank schon verschreckt. Der ist weg. Auch sonst hier jetzt kein einziges anderes Tier zu sehen. So, ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme einfach den Punkt hier auch noch mit ein. Dann kann ich das nächste Mal direkt hier starten. Muss nicht ganz so viel laufen und kann mehr Tiere erlegen, hoffentlich. Bevor der Mauthirsch da dazwischen geschrien hat, zwei Punkte wollte ich noch ansprechen. Das erste ist, die Silver Ridge Peaks Erkundungstour geht dem Ende entgegen. Ich fand es bis jetzt schon mega cool, hat super viel Spaß gemacht, zusammen hier Gebiet nach Gebiet zu erkunden. Die nächste Folge wird die letzte sein und dann werde ich nochmal so eine kleine Fazitfolge machen, wo wir uns zusammen nochmal anschauen, was waren die Hotspots, wo waren welche Tiere und so weiter, wo ihr auch gerne eure Erfahrungen nochmal reinschreiben könnt. Dann hat man wie so ein kleines Nachschlagewerk. Ich habe ganz viele Ideen, was man noch machen könnte, welche Formate man noch ausprobieren könnte und lauter solche Sachen. Wenn ihr aber sagt, euch interessieren Themen, Videos, Analysen, was auch immer, explizit, dann schreibt mir das jederzeit gerne in die Kommentare. Ich würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn ich dazu dann ein Video mache. Den können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Die Verand habe ich auch dabei. Genau. Gleich geht's weiter. Eigentlich gleich fallen. Ja. Genau. Noch einen Truthahn mitgenommen, sehr schön. Der zweite Punkt. Ich habe eine Idee zu einem Video. Das ist aber, oder ich sag mal so, es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich muss mal schauen, einfach wie das bei euch ankommt. Wenn ihr sagt, das ist eine blöde Idee gewesen oder es ist schlecht umgesetzt, dann schreibt mir das wirklich gerne so auch in die Kommentare rein. Ich würde es einfach gerne mal ausprobieren. Ich möchte aus verschiedenen Gründen jetzt noch nicht zu viel verraten, aber demnächst wird einfach mal ein Video kommen, was etwas anders ist. Wo es mich wirklich interessiert, wie ihr das findet. Aber wie gesagt, wenn ihr es nicht gut findet, dann jederzeit schreiben. Goldruthahn mit einem Kopf, den es etwas verschoben hat. Oh, hier geht's lang. Genau, es ist nur eine Idee. Wenn ihr es blöd findet, sagt mir das. Dann werde ich sowas nicht mehr machen. Aber ich hätte da irgendwie mega Lust drauf und ich stelle es mir irgendwie auch ganz cool vor. Bin gespannt auf jeden Fall, was ihr dazu sagt. Ich möchte aber einfach jetzt noch nicht zu viel verraten. Hier sind Spuren und es sieht nach Bison-Spuren aus, oder? Präriebison, genau. Die hatte ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Das heißt aber, wir kommen scheinbar wieder etwas nach unten. Und es macht mir auch ein bisschen Hoffnung, dass da Gabelböcke sind. Ich glaube nur, ich werde heute in dieser Folge nicht mehr schaffen, da noch wirklich viele zu schießen. Sonst wird die elend lang, aber da mache ich auf jeden Fall noch eine Folge dazu. Denn die Challenge will ich auf jeden Fall versuchen. Aber so ein Bison mit dem Drillingsgewehr, das wäre jetzt noch sehr schön. Da schaue ich gleich nochmal den Spuren hinterher, nachdem ich die Hütte eingenommen habe, weil das zeigt dann wirklich, wie stark ist dieses Gewehr. Klasse 9 Tier, dafür ist er eigentlich geeignet. Mal sehen. Hier haben wir die nächste Hütte. So, der Wind ist heute leider echt etwas ungünstig, aber zum See runter könnte es jetzt eigentlich gehen. Der hat jetzt noch ein bisschen weiter gedreht. Ich schaue da jetzt mal noch runter. So ein Bison zum Abschluss mit dem Drillingsgewehr würde mich wirklich interessieren. Vielleicht findet man da ja noch eins. So, wenn man hier so runterkommt, dann hat man echt eine ganz schöne Sicht. Da läuft irgendwas. Das sah wie der Hintern von dem Bison aus. Ja, wie weit ist es weg? 160? Oder ist das näher? Müsste eigentlich näher sein als 160.
Ja, der Schuss war, glaube ich, irgendwo in den Muskel vorne rein. Der war jetzt nicht wirklich gut. Das ist ziemlich schnell unterwegs gewesen. Vielleicht kann ich da noch einen nachsetzen. Da ist das Wiesent. Beziehungsweise Bison. Nee, der war es auch nicht. Ups. Ja, ich glaube, das liegt jetzt tatsächlich gerade nicht am Trainingsgewehr, sondern an meinen Schusskünsten. Weil es einfach ziemlich schnell unterwegs ist. Wobei, jetzt ist es bei 0%. Sollte, ja, da ist es gefallen. Können wir uns auf jeden Fall mal anschauen, wie weit da die Kugeln reingingen und so weiter. Da liegt's. Das vorne ist gleich das nächste. Also, den ersten habe ich gar nicht getroffen. Oder es war ein anderes, das ich da angeschossen habe. Der zweite ging eigentlich doch ganz sauber dann in die Lunge. 69 Meter. Ja, wirklich Effizienz war Bonus bei 0%. Naja. War jetzt nicht so wirklich aussagekräftig, ob das Drillingsgewehr dafür gut ist oder nicht. Ich schau mal noch dahinter. Irgendwie habe ich jetzt Bock, das nochmal auszuprobieren mit einem gescheiten Schuss. Vielleicht finde ich noch ganz schnell eins. Und da haben wir auch einen Brunftschrei direkt von hinter uns. Der muss irgendwie nachgekommen sein. Oh ja, da ist eine Riesenherde. Zweier, der größte. Meter sind tatsächlich ziemlich unruhig. Ein Dreier würde ich gern versuchen, wenn er ruhig steht. Getroffen habe ich ihn. Jetzt ist die Frage, wie schnell er runtergeht und vor allem, wie weit der Schuss reinging. 50%. Ich denke, das ist wieder eine Single-Lunge. Ich schieße jetzt auch absichtlich kein zweites Mal drauf. 25. Der müsste eigentlich gleich fallen. Und dann schauen wir uns das Ganze noch genauer an. Goldwiesent, Single-Lunge von 154 Meter. Effizienzbonus ist wieder bei 0, weil der einfach zu lang dann noch lebt. Da muss man wahrscheinlich wirklich dann die 300er zum Beispiel nehmen. Mit der geht es dann wahrscheinlich schneller. Trotzdem kann man den gut mit dem Drillingsgewehr jagen. Jetzt kommen hier wirklich wieder ein Haufen Tiere. Da machen wir das nächste Mal weiter. Die Hütte haben wir eingenommen, das heißt, wir können da dann frisch starten. Hat mega Spaß gemacht, nach dem Urlaub jetzt wieder die erste Folge zu drehen. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Woche. Heute ist Montag, wo ich aufnehme. Ich wünsche euch deswegen einen guten Start in die Woche, auch wenn ihr es später anschaut. Bin gespannt, wie es nächste Mal dann weitergeht. Bin auch ein bisschen traurig, dass diese Tour dem Ende entgegengeht. Aber da kommt noch viel neues Zeug nach. Freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, haut rein.